Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nasslocke. Und wir befinden uns hier in einer alten Stadt, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Dukatia City. Und wir gehen heute in den Pokémon-Markt. Zudem werden wir heute nicht was Spezielles machen, und zwar versuchen wir heute einen Sonnenstein zu bekommen. Ich will dieses Sonnenkern nicht mehr haben. Ich will die verdammte Entwicklung haben. So, wir gehen erstmal hier hoch. P.S. Ich habe alle bis 25 trainiert. Einfach nur aus dem Grund, weil der nächste Arena-Leiter Pokémon Level 30 hat. Und wir sonst unser ganzes Team vergessen können. So, wir suchen erstmal die Trollers, die uns die Items verkaufen. Zudem werde ich einmal kurz die Schwächenliste von Pokémon aufmachen. Schwächenliste Pokémon. Ja, Seite verlassen. Ich habe gerade hochgeladen. So, schauen wir mal. Also, der Verteidiger soll Kampf sein. Flug, Psycho. Psycho ist stark gegen Kampf. Das ist gut. Das ist gut. Also wir haben als einzige Option haben wir tatsächlich Flug, Psycho und Fee existiert leider nicht. Fee können wir komplett ignorieren. Flug und Psycho, das heißt wir brauchen ordentliche Flug- oder Psycho-Attacken. Wir haben ein Flug-Pokémon und wir haben auch ein Psycho-Pokémon. Das bedeutet, wir gucken mal. Nein, Tränke will ich nicht kaufen. Ich will mir mein Geld sparen hier. So, kaufen. Du verkaufst doch den gleichen Scheiß. Wozu hier zwei Angestellte? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen höher. Komm. Ich könnte auch sämtliche Leute anquatschen, die durch die Gegend rennen, und ein paar Leute würden mir was schenken, aber ganz ehrlich, nö. So. Ja, kaufen, kaufen, kaufen. Ja, würde ich kaufen, wenn ich es benutzen dürfte. So, okay, gehen wir noch höher. Immer höher hinaus, bis wir zu den Attacken kommen. Wir müssen echt gute Attacken kaufen, Freunde. Echt gute Attacken. So. Sag mal, wo sind hier die Attacken? Ich glaube, ich kann mir sowieso nur eine leisten, aber trotzdem. Ich weiß, dass im großen Kaufhaus immer einer ist, der Attacken verkauft. Es muss. Du, mein Freund. Ja. Ein flackerndes Licht reduziert die Genauigkeit. Das ist Blitz. Garantierter Schutz in der Runde, in der die Attacke eingesetzt wird, Barriere. Eine zurückhaltende Attacke, die eine Kampfunfähigkeit des Gegners verhindert, dem mindestens, ja, Zornklinge. Verwendet die Energie einer Bäre, Bärenkräfte. Eine Wand aus Licht wird über 5 Runden errichtet. Barriere? Nee, Barriere war es nicht. Bodyguard oder so. Irgendwie so, sowas ähnliches. Sie senkt den Schaden Spiegel. Nein, Spiegel käme was anderes. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber ich weiß, was es für eine Attacke ist. Eine Wand aus Licht wird. Ach so, ja. Das ist jetzt genau das Gegenteil. Eine Attacke über 2 Runden. Zunächst wird Sonnenlicht absorbiert an. Das ist Solarstrahl, Freunde. Ein Angriff mit aller Macht, die Spezialverteidigung des Gegners eventuell senkt. Kampfattacke. TM52. Fokusstoß. Stärke 120, Genauigkeit 70. Interessant. Ziemlich heftig. Dem Gegner wird ordentlich eingeheizt, kann eventuell Verbrennungen hervorrufen. Ja, das brauchen wir nicht. Das ist eine Blitzattacke. Der Gegner wird von einem mächtigen Donnerschlag, der Paralyse bewirken kann, heimgesucht. Donner. Eine gnadenlose Eis- und Schneeattacke, die alle Gegner trifft, Blizzard. Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in der nächsten Runde ausruhen. Hyperstrahl. Ach, verdammt. Wo sind hier die Flugattacken? Wieso hast du keine Flugattacken? Shit. Ich hab zumindest auf Psychokinese gehofft, Freunde. Ich hab gehofft, dass hier Psychokinese am Start ist, aber ist es leider nicht. Mist. Aber das ist auch nicht schlecht.
physische Attacken reduziert. Können wir bei den nächsten beiden Arena-Leitern tatsächlich gut gebrauchen. Aber ich weiß nicht, ob ich das irgendjemandem beibringen will. Ich meine, es ist ein Spottpreis. Es ist ein Spottpreis. Sollen wir unserem kleinen Typen Solarstrahl beibringen? Ich meine, er lernt es ja früher oder später sowieso. Und es bringt mich ja auch nicht weiter. Ich meine, klar, ich kann Igelsamen, Grasflöte, Solarstrahl und dann richtig heftig Damage. Aber ich weiß ja nicht. Was finden wir noch weiter oben? Finden wir noch jemanden, der mir Attacken beibringt? Was bringt ihr mir bei? Oder was könnt ihr mir verkaufen? Was? Ja, komm, gehen wir los. Oh, toll, das ist der zweite Preis. Wahnsinn. Wieso bin ich immer nur Zweitplatzierter? Ich will auch mal Erster sein. Wir haben einen Timerball bekommen, wieso nicht? Übrigens, ich habe versucht, den Code einzugeben für die Pokebälle, dass ich 99 von allen Pokebällen habe, aber irgendwie funktioniert es nicht. Keine Ahnung. Ich muss dafür eigentlich diese beiden Tasten drücken oder irgendeine von denen hier oben auf jeden Fall. Aber es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Vielleicht darf ich einfach nur nicht auf der Pokéballtasche sein. So. Nö, keine Ahnung. Na gut, kümmern wir uns um den Sonnstein. Ich will diesen verdammten Sonnstein haben. Ich will einen Sonflora. Ich will ein stärkeres Pokémon. Also haben wir erst ein Pokémon gehabt, das sich entwickeln konnte. Und das war Hornlio. Der Rest hat sich nie entwickelt. Das ist crazy. So. Wir gehen hier zum Kieferturnier. Übrigens habe ich gemerkt, dass da drinnen im Nationalpark tatsächlich noch Trainer sind, gegen die wir hätten kämpfen können. Jetzt ist es zu spät dafür. Jetzt sind sie alle Level 12 und ich bin schon 25. Naja. Egalo. So. Wir werden versuchen, hier ein Pokémon zu... Vielleicht sollte ich erstmal, keine Ahnung, teilnehmen. Wäre auf jeden Fall ein Anfang, Zero. Heute ist Samstag, das heißt heute geht bla bla. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Oh, bla 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 bla. Wir werden einen kleinen Trick heute anwenden. Ja, komm, ist gut. So, speichern können wir nicht. Wir haben 20 Bälle. Ich habe die Geschwindigkeit des Spiels erhöht, somit, dass wir schneller hier durchkommen. Wir brauchen ein Sichlor. Pinsir ist auch nicht schlecht, ne? Die Zeit wird hier sehr schnell umgehen übrigens. Alter, Smetbo! Was geht denn? Ups, ich hab Pinsir behalten. Egal. Ich habe keine Zeit zum Nachdenken. Gib mir ein Sichlor. Aber das Metbo war auch cool. Verdammt, das war Level 15. Ah, oh, Kukuna. Komm, gib mir ein Sichlor. Level 18? Ich hoffe, okay. Ja. Level 18, Freunde, wieso nicht? Level 13, nee. Hätte gerne ein Sichlor. Ein Sichlor! Kein Raupi. Level 7, ich bitte dich. Oder wenn jetzt irgendwas Level 100 kommt, dann wäre ich natürlich sehr überrascht. Pinsir, Level 14. Was? Das kann ich nicht mal abhauen? Was ist denn los? Safcon. Bullshit. Außerdem ist das gerade ein bisschen laut auf meinen Ohren. So, besser. Ich will doch nur ein Sichlor haben. Das ist alles, was ich möchte. Ich möchte diesen verdammten Sonnenstein gewinnen. Bierbohr. Das letzte Mal hatten wir einen Bierbohr gehabt, ne? Aber der ist Level 12. Ich hab einen 18er Hornlio, Alter. Was geht denn?
Nein. Warum ist so ein Sichlo verdammt nochmal selten? Ich verstehe es nicht. Wir gehen mal ins andere Gras. Kann sogar sein, dass das Sichlo besser ist. Oder vielleicht gibt es hier nur Sichlo, sag ich schon, Pinsir. Vielleicht gibt es hier nur Pinsir. Es gibt kein Sichlo. Bierball Level 15. Verdammt. Ich habe B gedrückt. Ich habe extra auf meinen Controller geachtet. Aber egal. So. Ich glaube, es gibt hier nur Pinsir. Dann sollten wir vielleicht einfach nur ein starkes Pinsir fangen. Was sagt ihr dazu? Kokuna 14. Ein Paras. Ich glaube, das ist selten, ne? Aber nee, komm. Das ist nicht mal Käfer, oder? Raupi Level 16, Alter. Wenn ich jetzt noch ein Pinsir Level 16 bekommen könnte. Oh. Oder ein Smetbo. Das wäre es, glaube ich. Na komm, gib mir was ordentliches. Leute, wie viel Zeit haben wir noch? Keine Ahnung, wir haben 20 Minuten Zeit. Irgendwann sind die 20 Minuten um. Und bei der Geschwindigkeit, wie wir hier spielen, ist das sehr, sehr schnell. Na, Raupi Level 18, ey. Kann ich was Entwickeltes haben, Level 18? Das wäre noch viel cooler. Das ist zwar entwickelt, aber ist Level 9. Na, ja, Level 10, Raupi. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich würde ein Pinsir Level 15 würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Ach, Smetbo Level 15 geht natürlich auch. Aber ich glaube halt, dass der erste Platz immer einen Sichler haben will, wird. Und wir. Okay. Zeit abzuhauen. Bin durch! Ich will keine Pokémon mehr. Seit es kommt ein Sichler Level 15 oder 16. So. Geschafft. Lass mich raus. Ich habe noch 16 Minuten. Okay. So. Wir bewerten die gefangenen Pokémon. Der Gewinner steht fest. Bist du bereit? Auf dem dritten Platz Camper mit einem Bibor. Auf dem zweiten Platz Käfersammler Axel mit Smetbo. Ja, ich habe gewonnen, Freunde. Ich habe gewonnen. Ja, und der erste Platz Käferturnier geht an Zero mit Sichlor. Sehr schön. Unser Champ des Tages ist Zero Sonnensteinpreis. Perfekt. So, ich bin zufrieden. Ah. Nein, nein. Okay, speichern wir ab. Ah, wir haben den Sonnenstein, okay. Ich möchte kurz mal den Unterschied zwischen Sonnenflora und Sonnenkern gucken. Sonnenkern. Sonnenflora. So, Sonnenkern. Sonnenflora. Die Attacken, bitte, die Attacken. So, vierte Generation sind wir, ne? Glaub schon. So, Sonnenflora. Vierte Generation. Also, wir haben ihn ja auf 25. Auf 25 lernt unser Sonnenkern Sorgensamen. Und bei Sonnenflora sieht es so aus, dass sie auch Sorgensamen lernt. Also es sind eigentlich... Shit. Also, mit 41 lernt unser Sonnenkern Gigasauger. So. Und Sonntag lernte auch. Was bedeutet, dass wir mit Solarstrahl gut klarkommen. Wir müssten eigentlich bis 37 warten, ne? Nee. Nee, 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 nee. Sonnenflora lernt auch Sonntag und Solarstrahl. Wir entwickeln ihn jetzt. Ich hab mich entschieden, wir entwickeln ihn jetzt. Der einzige Unterschied ist halt Blättertanz. Wir lernen auch Synthese mit ihm. Gigasauger, 41. Sonnenflora, wieso lernst du das nicht? Was soll denn das?
Ja, übrigens, unser Sonnenkern wollte auch Notsituation lernen, habe ich gesagt, nee, kannst du knicken. Unser Krabi hat Metallklinge gelernt. Das sind so die Dinge, die passiert sind während des Trainings. Aber Gigasauger, Freunde! Ah! Wir entwickeln ihn. Wir entwickeln ihn. Ich hab da ehrlich gesagt, ich habe auf den keinen Bock mehr. So, dadurch, dass ich gerade aber die FPS quasi erhöht habe, müssen wir jetzt kurz die ROM neu laden, sonst fällt er nämlich gleich ausfallen. Der fällt dann nach circa einer Spielzeitstunde aus. Was so viel bedeutet wie nach 10 Minuten. Es ist also sehr riskant, das zu machen. Aber ich habe gedacht, bevor ich euch da jetzt 30 Minuten lang quäle, wie wir einen Sichlor suchen, machen wir es lieber so. Okay, Beutel, komm schon, gib mir meinen Sonnenstein, ja. Kabuki-Mann, Glückwunsch, du entwickelst dich. Ah, endlich. Wir mussten zwar ein bisschen tricksen, aber naja. Ja, heute ist eigentlich nicht Samstag, muss man dazu sagen. Heute ist nicht Samstag. Glückwunsch, dein Kabuki-Mann wurde zu Sonflora. Geschafft. So. Das hat er doch gerade schon versucht. komm, ich zeig euch mal kurz die Attacke. Sorgensamen. Gegner wird bepflanzt, wandelt Fähigkeit in Insomnia um, verhindert so Schlaf. Also für Gegner, die Erholung können und du überhaupt nicht auf Erholung klarkommst, setzt du ihn das Zeug an, Sorgensamen ein. Nicht erlernen, komm, lass gut sein. Okay. Jetzt heißt es eigentlich nur noch zurückfahren. Ist aber kein langer Weg. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre ein langer Weg gewesen, aber ist es nicht. Ja, ein bisschen doof. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir irgendwie an Psychokinese rankommen. Das Ding ist, wir haben zwar ein Psycho-Pokéball, aber es beherrscht keine Psycho-Attacken. Deoxys. Deoxys hat erst vor kurzem eine Attacke gelernt. Genau, das habe ich vergessen, euch zu sagen. Eine Attacke hat er gelernt. Ich habe sie jetzt gerade nicht im Kopf, aber wir werden sie jetzt sowieso gleich sehen. Ach, stimmt. Wir können die Form von Deoxys ändern in Heart Gold und Soul Silver. Wir können die Angriffsform nehmen, die Verteidigungsform oder die Initiativform. Müssen wir nur noch lebend ankommen. Die verschiedenen Meteoriten und Formen. Wo finde ich denn die Meteoriten? Nur mal so zur Info für mich. Da, in Heart Gold Soul Silver kann man auf Route 3 zwischen den Formen von Deoxys wechseln. Es sind wieder 4 Meteoriten, von denen jeder Deoxys in eine andere Form verwandelt. Diese befindet sich im südwestlichen Teil von Route 3. Route 3 ist aber Kanto. Glückwunsch, wir haben Ewigkeiten, bis wir da sind, ey. Naja. Was soll's, wir wollten die Attacken angucken. Vielleicht überlebt er ja bis Kanto. Der war gut, Zero. Der war gut. So. Psychokinese lernt er mit 41. Ey, oh mein Gott. Jetzt haben wir mit 25 Abschlag gelernt. In der Angriffsform würde er Verhöhner mit 25 lernen. Naja. Ja. Verdammt, ich brauche eine Psycho-Attacke, ey. Gedankengut, Reflektor, Erholung, Wärterwechsel, Traumfresser, Bizarro-Raum. Der kann nicht mal Psychokinese über eine TM lernen? Willst du mich verarschen? Doch, da Psychokinese. Durch TM, bla bla. Wo kann ich Psychokinese kaufen? Ich will's kaufen. Weißt du, man guckt sich die Attacke in Wiki an und da steht nirgendwo, wo man sie kaufen kann. Ist ja schön.
Durch Zucht, durch TM. Ja, hier steht, wer sie alles durch die TM lernen kann, aber nicht, wo man sie kaufen kann. TM 29. Saffronia City, Prismania City. Ach, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Saffronia City. Das ist auch wieder ein Kanto. Ich will jetzt aber Psychokinese lernen. Ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße, ey. Ganz ehrlich. Wie soll mein Pokémon jemals stark werden ohne irgendwie eine Attacke? Gibt's Konfusion auch als TM? Konfusion. Sorry, Freunde, ich muss hier recherchieren. Pokémon. Ich brauche eine Psycho-Attacke. Das kann doch nicht so schwer sein. Nein, es gibt keine TM für Psycho. Und leckt mich doch einfach, ey, ganz ehrlich. Ach, Leute, ich komme vom Glauben ab hier. Es ist nicht normal. So ein Pech kann man doch nicht haben. Saffronia City. Normalerweise kann man Psychokinese schon früher lernen. Ach ja, Stampfer hat er auch gelernt, stimmt. Habe ich vergessen zu sagen. Ich habe so vieles vergessen zu sagen, ne? Aber ich habe gemerkt, auf jeden Fall, er ist noch nicht so ganz so stark. Wenn er zu Kingler würde, ich glaube, dann würde er erst mit Level 32 oder so um den Dreh, dann wäre er richtig stark. Aber so, naja. Lässt sich drüber streiten, ne? Ach komm, lass mich doch durch diesen Busch gehen. Skarabon. Ich habe noch kein männliches Skarabon gesehen heute. Und ich habe sehr viel trainiert. Ich habe mindestens 3, 4 von diesen Viechern gesehen. Metall müsste gut sein gegen Käfer, oder? Ja. Sehr schön. Was ist eigentlich effektiv gegen Metall? Heute ist nur Recherchetag, Freunde. Recherchetag. Da ist überhaupt kein Metall in der Liste. Was? Normal, Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro, Eis, Kampf, Gift, Boden, Flug, Psycho, Käfer, Gestein, Geist, Drache und Licht, Stahl. Hä? Ach so. Ich konnte noch weiter nach rechts scrollen. So. Kann ich mir nicht das ganze Ding hier ansehen? Alter, ich will mir die ganze Frame ansehen. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Kann man sich hier nicht den ganzen Frame ansehen? Was ist das für eine scheiß Seite? Okay, auf jeden Fall Stahl. Ist schwach gegen Feuer. Schwach gegen Kampf. Gegen Kampf? Gegen, Boden. Also ich muss sagen, gegen den nächsten, also gegen den übernächsten Arena-Leiter, haben wir tatsächlich gute Chancen. Gegen den Kampfarena-Leiter wird es schwer. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Pokémon ich behalten darf. Es werden nicht viele sein. Es werden nicht viele sein, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, Freunde. Es kann sein, dass wir einfach... Ups. Ich habe gegen den blonden Vogelfänger noch nicht gekämpft. Es werden hundertprozentig mindestens 2 sterben. Mindestens. Er hat zwar nur 2 Pokémon, der Arena-Leiter, aber die sind 30 und 31. Und da überhaupt hinzukommen, ich weiß ja nicht. Dafür müsste ich eigentlich schon Lichtspeer entwickeln. Dann hätten wir eine gewisse reelle Chance. Bei Traserei, was bist du denn für ein Vogel? Erst so ein Dodu. Ein Vogel, der nicht fliegen kann. Denk mal drüber nach, Alter. Und stirb. Naja, ich komme mal ein bisschen näher dran. Hab meinen Tisch übrigens geschlagen, deswegen war es gerade so laut. Alter, jetzt hat er noch ein Dodo. Und noch eins. Wahrscheinlich Dodri. Ach ja, die alten Pokémon, die niemand gespielt hat. Hat einer von euch jemals ein Dodo gehabt? Ich nicht.
Und ich habe das Spiel verdammt oft durchgespielt, das kann ich euch sagen. Und ich hatte nicht einmal einen Dodo in meinem Team. Die einzige Möglichkeit, dass ich einen Dodo jemals in mein Team bekomme, ist in diesem Let's Play. Ja, aber nicht freiwillig. Das Ding kann nicht fliegen. Das ist einfach ein Vogel-Pokémon, das nicht fliegen kann, Leute. Das ist einfach Schwachsinn. Das ist, als würdest du einen Hotdog ohne Wurst essen. Das macht keinen Sinn. Warum solltest du dir also ein Vogel-Pokémon anschaffen, das nicht fliegen kann? Es kann springen. Wow, der Wahnsinn. Naja. Ich wünschte, ich könnte mich selbst in die Lüfte erheben. Ikaros! Ach, Annette. Du bist ja auch so eine Nette. Gott, ich kann meinen Charakter mit Fahrrad einfach nicht kontrollieren. Ich hätte oben rumgehen sollen, ne? Papinella. Soweit ich weiß, bist du Gift-Käfer? Flugkäfer. Flugkäfer. Da müsste Metallklaue eigentlich genau das Richtige sein für dich. Wie komme ich auf Gift? Nope, ist es nicht. Ah, hätte ich noch eine Psycho-Attacke, ey. Was ist, wenn wir Psycho-TM eingeben in Google? Was für Psycho-TMs gibt es hier? Psycho-TM. Technische Maschinen, ja. TM-Liste. Das ist eine gute Idee. TM-Liste. TM-Liste. Soul Silver. Was haben wir denn hier? Power Punch, Aquaknarre, Gedankengut. Ducatia City. Im Radioturm von Ducatia City halten wir Sonntag. Cool. Brauchen wir aber derzeit nicht. Blizzard, Hyperstrahl, ja, Kaufhaus. Gigasauger kriegen wir auch als TM. Das können wir ihm beibringen, sollte er bis dahin leben. Solarstrahl, Donnerblitz, Erdbeben, Rückkehr, Schaufler, Spukball. Es gibt kaum Psycho-TMs. Feuersturm, Aero-Ass, Kampfzone, Folterknecht, Geheimpower, Erholung, Energieball in der Kampfzone, Trugschlag. Schleuder, Ladestrahl, Drachenpuls, Ableitlied, Hieb. Es gibt kaum Psycho-TMs. Außer diese Psycho-Plus und so eine Scheiße, die kein Schwein braucht. Nope. Keine TM.